Ich heiße Ahmed Mohammed. Ich habe früher studiert in Deutschland, Chemie. Dann ich gehe zurück in mein Land und 2 Jahre vorbei kommen neue Regierung in mein Land mit Militärputsch. Ich mache politische Tätigkeit gegen meine Regierung, weil ich will haben demokratisches System für mein Land. Meine Freunde und ich gründen eine Resistance, Sie verstehen, Untergrund. Wir haben gekämpft für Regierungsstürzen, aber nur politisch, nur Konspiration, Sie verstehen? Sie haben sich nicht terroristisch betätigt? Nein, überhaupt niemals. Wir haben nicht das Prinzip von Terrorismus. Ich bin gewesen Zweitchef von Organisation. Dann ein Tag, ich bekomme Warnung, ich werde verhaftet. Ich sofort geflüchtet nach Deutschland. Dann plötzlich deutsche Polizei in mein Zimmer, wenn ich komme von Klinik.